Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Hand auf das Herz gelegt, Ihren Herzschlag wertgeschätzt und eine Dankbarkeit gespürt, dass dieses Organ Ihr Leben steuert? Wann haben Sie sich bewusst gemacht, dass es in Ihnen ein Wunderwerk gibt, das hochsensibel auf all das, was Sie tun, reagiert? Wann haben Sie jene Lichtquelle in sich gespürt, in der Ihre Lebensenergie ihren Ursprung hat? Ich vermute, es ist schon lange her. Mit meinem Buch will ich Sie wieder zu Ihrem Herzen führen, Ihnen das Bewusstsein für seine Kraft und für seinen Eigensinn zurückgeben. Ich will Sie anleiten, einen Raum zu betreten, in dem Ihre Lebensenergie und auch Ihr Potenzial liegen. Damit erhält Ihr Herz jenseits des physischen Aspektes eine spirituelle Bedeutung, an der Sie sich festhalten können, an die Sie glauben können, auf die Sie sich ein ganzes Leben lang verlassen können. Und ich verspreche Ihnen, mit dem Ende des Buches werden Sie bereichert sein, mehr als Sie es jemals für möglich hielten. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Buchvorstellung von Im Herzen berührt, durch Wertschätzung und Selbstliebe von Isabel Schumacher. Ich habe in den letzten 2 Wochen dieses Büchlein gelesen. Es hat auch wirklich nur, lasst mich gucken, 200 Seiten. Und es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Also einige der Dinge, die sie hier beschrieben hatte, die weiß ich schon, die nutze ich auch schon. Das wisst ihr auch. Also es gibt ja auf meinem Kanal auch eine Herzmeditation, wo man halt in Liebe und Dankbarkeit geht und dann sein Herz um Rat fragt. Und mittlerweile habe ich eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinem Herzen und kann Entscheidungen relativ schnell aus dem Herzen heraus treffen. Mein Herz gibt mir auch ganz viele Impulse. Also ich habe einen sehr, sehr guten Zugang mittlerweile dazu bekommen. Und trotzdem hatte ich ganz, ganz viele Aha-Momente, während ich dieses Buch gelesen habe. Denn Isabel Schumacher sagt, dass eigentlich die Lösung fast jeden Problems darin liegt, wieder Zugang zu seinem Herzen zu bekommen. Also auch wieder auf sein Herz zu hören, ne? Auch sein Potenzial zu entfalten. Auf das Herz zu hören, was brauchst du gerade, was muss ich gerade in meinem Leben verändern. Einfach auch im Moment zu sein. Also Achtsamkeit ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und sie schreibt ganz, ganz wunderbar und hat halt immer wieder so Meditationen, die man nutzen kann, auch Meditationen, die man täglich nutzen kann, die halt wirklich auch nur so wenige Minuten gehen, was ich ja immer sehr, sehr schön und auch praxisnah finde. Und ich möchte gerne noch ein bisschen was dazu sagen, wie das Buch aufgebaut ist. Also im ersten Teil geht es um den Schlüssel zum Herzen, also wie bekomme ich überhaupt wieder Zugang zu meinem Herzen, wie kann ich wieder auf mein Herz hören und mich von meinem Herzen leiten lassen. Das war sehr, 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 sehr schön. Also auch dieses Thema des Herz um Rat fragen. Bei mir ist es ganz oft dieses, was brauche ich gerade, was tut mir gerade gut. Das stelle ich mein Herz, diese Frage stelle ich meinem Herzen am meisten. Aber auch manchmal so Entscheidungen, wenn ich nicht weiß, soll ich jetzt diese oder jene Entscheidung treffen, dann frage ich halt einfach danach. Und dann stehe ich aber auch zu dieser Entscheidung. Also diese Antwort, die ich da bekomme, die ist für mich bindend. Die stelle ich nicht in Frage, die nehme ich einfach als gegeben hin und lebe dann danach. Und im zweiten Teil des Buches geht es dann um das Herz steuert die Glücksfaktoren. Und es gibt 3 Quadranten, die für sie sehr, 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 4 Quadranten. Logischerweise 4 Quadranten, die für sie sehr, sehr wichtig sind und also für ein glückliches, ausgefülltes Leben. Der 1. Quadrant ist lebendige Beziehungen gestalten. Das war für mich das beste Kapitel im ganzen Buch, weil es für mich die meisten Aha-Momente hatte, die mich zum Teil auch traurig gemacht haben, aber die halt wirklich so dieses, ach so scheiße, ja stimmt, okay. Der 2. Quadrant ist, die Gesundheit hängt am Herzschlag. Also ne, unser Herz, das pumpt und das schlägt für uns, aber wenn wir nicht auf unsere Gesundheit achten, wenn wir nicht auch dankbar sind für unseren Körper, für dieses Herz, was schlägt, dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen schwächer und das muss einfach nicht sein. Der 3. Quadrant ist dann, wo ich wirke, da fühle ich mich wohl. Da geht es halt auch so darum, ne, wenn man schwere Tage hat zum Beispiel oder auch um das eigene Potenzial. Also habe ich auch einen Beruf,
der eigentlich meinem Potenzial entspricht oder nicht. Und der vierte Quadrant ist dann das Streben nach finanzieller Freiheit. Und das fand ich ganz interessant, dass sie gesagt hat, finanzielle Freiheit ist ein Faktor für ein glückliches Leben. Weil viele sagen ja dann so, ach, das Materielle und das spielt nicht so eine Rolle und ich muss einfach nur offen sein für das Universum und für das Göttliche. Aber es spielt in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft schon eine sehr, sehr große Rolle. Also da geht es halt so um den Wert des Geldes, ne, aber auch um Demut und Dankbarkeit. Und also das sind nur 200 Seiten, die ganz, ganz viel in deinem Leben verändern können, die alles in deinem Leben verändern können. Und ich wollte mit euch gerne noch die allererste, es ist die allererste Meditation von ihr hier, und zwar ist das die Herzmeditation. Und die wollte ich jetzt gerne hier, also es steht dann immer so, steht das dann immer da, und die wollte ich jetzt gerne in diesem Video noch anleiten. Das heißt, ich lese euch jetzt hier vor, wie sie es schreibt. Das heißt, in dieser Minute könnt ihr euch bereit machen und die Übung mitmachen, die ersten Schritte in den Herzraum. Und ich würde sagen, wir legen halt einfach mal los. Nimm bitte eine Sitzposition ein. Setze dich bequem mit geradem Rücken auf einen Stuhl. Gerne kannst du die Lehne als Stütze nutzen. Gehe mit der Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Spüre, wie die Fußsohlen flach auf dem Boden stehen. Der Boden trägt dich. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zum Becken. Spüre, ob sich das Becken für dich gut anfühlt. Nimm die Freiheit wahr, die das Becken im Raum hat. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Schultern. Spüre, ob sich der Schultergürtel für dich gut anfühlt. Nimm die Freiheit wahr, die deine Schultern im Raum haben. Lege die Hände entspannt auf deine Oberschenkel und öffne die Handflächen nach oben. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Spüre, wie der Atem durch die Nasenflügel in den Brustkorb und in den Bauch fließt. Dein Bauch wölbt sich mit dem Einatmen in den Raum. Spüre, wie sich dein Bauch beim Ausatmen wieder senkt, wie der Atem durch das Brustbein steigt, wie er über die Nasenflügel oder den leicht geöffneten Mund wieder in den Raum entweicht. Zähle bis 4, wenn du einatmest. Zähle bis 6, wenn du ausatmest. Dann finde einen Rhythmus, der für dich stimmig ist. Forciere nichts. Lass den Atem kommen und gehen. Kommen und gehen. Du entspannst dich mit jedem Atemzug. Lege nun eine Hand flach auf dein Herz. Lass deine Handfläche auf dem Herzen ruhen. Schließe deine Augen. Halte innerlich deine Aufmerksamkeit auf deiner Hand, die flach auf deinem Herzen liegt, und atme entspannt in deinem Rhythmus weiter. Nimm die wohlige Wärme unter deiner Hand wahr. Genieße diese Wärme. Es ist der Moment, in dem du dich bewusst mit deinem Herzen verbindest. Gib dich diesem Moment hin. Ziehe deine Mundwinkel nach oben, lächle, halte das Lächeln im Gesicht. Halte deine Aufmerksamkeit auf deiner Hand auf dem Herzen. Nimm weiterhin die wohlige, sich ausdehnende Wärme wahr. Sende dein Lächeln in diese Wärme hinein. Atme entspannt weiter. Zähle bis 4 beim Einatmen. Und bis 6 beim Ausatmen. Nimm wahr, wie sich Atem und Lächeln und Wärme verbinden, wie ein beschwingtes Gefühl sich in dir ausdehnt. Lass es zu.
Lass dieses Herzlächeln einen Raum in dir einnehmen. Gib ihm Weite. Sende das Lächeln vom Herzen in den ganzen Körper. Erreiche alle Organe und Zellen. Lass zu, dass dein Herzlächeln in dir strahlt. Nimm die Leichtigkeit in dir wahr. Du bist jetzt mitten in deinem Herzen angekommen. Wie wunderbar. So, und weil mir dieses Buch so, so gut gefallen hat und weil ich es so wertvoll finde und ich es schön fände, wenn es so viele Menschen wie möglich lesen würden, möchte ich mit diesem Buch eine Wanderbuchaktion starten. Das heißt, das Buch wandert einfach von einer zur anderen immer weiter. Es gibt ein paar Voraussetzungen, wenn ihr an dieser Wanderbuchaktion teilnehmen wollt. Voraussetzung Nummer 1 ist, dass ihr natürlich garantiert, das Buch an den Nächsten weiterzuschicken, dass ihr maximal 3 Wochen das Buch bei euch behaltet, um es dann weiterlaufen zu lassen. Also ihr könnt zum Beispiel auch sagen, im Moment käme ich nicht zum Lesen, setz mich in der Liste ein bisschen weiter hinten hin. Das wäre dann kein Problem. Ne? Ihr müsst halt auch wissen, einige bekommen es jetzt gleich, andere müssen wahrscheinlich einige Monate darauf warten, ehe sie es lesen können. Und die dritte Voraussetzung ist, dass ihr auf Instagram seid. Ich werde diese Aktion nämlich über Instagram organisieren. Also ich kann es halt nicht da eine Nachricht mit einer Adresse bekommen und hier und da und dort, sondern ich lasse es komplett über Instagram laufen. Das heißt, ich werde diese Aktion nochmal auf Instagram teilen. Und wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, dann schickt mir dort euren Namen und eure Adresse und dann füge ich euch der Liste bei. Es wird auch nochmal alles in dem Buch stehen oder in dem Brief stehen, der dem Buch beiliegt, wenn ihr das Buch dann bekommt, wie ihr das Ganze dann weiter verschickt. Es wäre halt auch wunderbar, wenn ihr dann, wenn das Buch bei euch angekommen ist oder bevor ihr es weiterschickt, einen Post bei Instagram macht oder in eurer Insta-Story und halt von euren Erfahrungen mit dem Buch erzählt. Gerne auch von der Wanderbuchaktion erzählt, denn es dürfen sich immer weiter Leute anmelden, denn es wäre schön, wenn die Kette nie abreißen würde, wenn das Buch immer unterwegs wäre und immer wandern würde. Aber wie gesagt, alle Infos zur Wanderbuchaktion teile ich nochmal auf meinem Instagram-Account. Da wird es einen Post geben zu dem Buch und da steht auch nochmal alles zur Wanderbuchaktion. Mein Instagram-Account findet ihr auch immer unten in der Infobox verlinkt oder auch oben in meinem Kanalbanner ist der verlinkt. Ich hoffe, euch hat diese Buchvorstellung wieder gefallen. Ich hoffe, ganz, ganz viele von euch machen bei der Wanderbuchaktion mit und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!